Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem neuesten Video. Wie ihr hinter mir schon sehen könnt, geht es heute um meine Eskadron-Sammlung, sozusagen Teil 2. Seit dem letzten Video sind wieder ein paar Schabracken dazugekommen. Ich habe mir eigentlich gedacht, ich warte immer ein bisschen, bis es so mindestens ja 10 oder mehr sind, dass ich jetzt nicht immer nur für jede Schabracke ein neues Video mache. Dadurch, dass der Jim mir ja leider den kleinen Fußzeh letzte Woche gebrochen hat, habe ich jetzt hier so ein bisschen Zeit totzuschlagen und deswegen habe ich mir gedacht, die kann ich auch nutzen und kann für euch noch ein paar Videos drehen. Dementsprechend fangen wir damit heute mit diesem Video an. Ja. Wenn ihr das erste Video gesehen habt über meine Eskadron-Sammlung, dann wisst ihr ja wieder, ich habe es wieder sortiert von Cottons runter zu Big Squares. Wie gesagt, das sind dieses Mal nur 6 Stück, aber gut, kommen bestimmt eh wieder neue dazu. Dann gibt es wieder irgendwann ein neues. Können wir auch direkt mit der ersten anfangen. Und zwar ist das die Marzipan-Cotton aus der Herbst-Winter-Kollektion von 2008, aus der Deep Blue Nougat Marzipan. Ich finde die von den Farbtönen echt super. Das ist auch meine zweite Schabracke erst, die ich gebraucht gekauft habe, von einer ganz lieben bei uns aus dem Stall. Danke, Verena. Gar nicht, ist die dritte. Ich habe ja noch eine Big Square, eine Brilliant von ihr gekauft. Also ist sozusagen schon die dritte gekauft. Gebraucht gekaufte. Jetzt fallen mir hier die Dinger raus. Hat etwas gedauert. Ich finde die vom Farbton her cool, weil die ist so ein bisschen hell und hat so einen, ich weiß nicht, ob man das so sehen kann, so einen leicht dunkelbraunen Rand. Und ich finde, das ist halt beim Gym, sieht es echt schön aus mit diesem Hell und dann, obwohl trotzdem noch eine dunkle Einfassung drum ist. Ich habe leider noch nicht die passenden Bandagen dazu. Ist schade, kriege ich aber bestimmt auch noch irgendwo. Bis jetzt bin ich immer mit den Deep Blue geritten. Die passen halt zu dem Rand und dann sieht es auch ganz schick aus. So, geht's weiter mit der nächsten in meiner Knallfarbe. Und zwar, das ist jetzt die Pastell Minze aus der Eskadron bei Klavunder Kollektion von diesem Jahr. Die hat so einen leicht gräulichen Rand, wie man sehen kann. Und ich liebe diese Schabracke. Also sie erinnert mich total an die Ice Blue, wobei die Ice Blue ein bisschen mehr ins Bläuliche geht und die mehr so einen Grüntouch drin hat. Steht dem Gym auch echt super, besonders wenn die Sonne scheint, sieht die echt toll aus. Gibt es leider keine passenden Bandagen zu. Gibt's, doch, die Bandagen habe ich so. Oh Gott. Gibt es leider keine passende Haube zu. Die habe ich allerdings auch von jemandem bei uns aus dem Stall geschenkt bekommen, und zwar eine graue, die passt halt super zu diesem Rand. Und dann hat die eine Kordel in diesem Ton, in diesem Minzton, das ist ein Haar, und das ist halt total cool, weil die passt jetzt halt echt perfekt zu meinem Set. Jetzt habe ich Bandagen, eine Haube und sieht echt schick aus. Ist halt auch wieder so eine richtig geile Knallfarbe, gerade wenn die Sonne scheint. Liebe ich ja solche Farben. So, dann geht's weiter mit der Big Square Stripe in Kaviar aus der Frühjahr-Sommer Next Generation 2015. Hinter der war ich echt längere Zeit her, wollte sie unbedingt haben, weil sie mir sehr gut gefallen hat. Habe sie aber leider nur gebraucht gefunden und auch nicht immer in den besten Zuständen. Und habe sie dann durch Zufall in einem Reitsportladen noch entdeckt online und habe sie mir dann natürlich neu im Sale gekauft. Die finde ich total cool, weil, wenn man das hier so sehen kann, die hat hier überall so schöne Noppen dran. Meine Fingernägel sind nicht so schön, egal. Und also ich finde, das sieht total schick aus, sieht mal so ein bisschen männlicher aus. Da kommt gleich auch noch was Mädchenhaftes. Aber es sieht auf jeden Fall mal ein bisschen männlicher aus und hat auch diesen Streifen nur auf der einen Seite. Finde ich ein bisschen schade. Könnte ruhig auf beiden Seiten sein. Jetzt habe ich da ein bisschen Make-up dran gemacht. Oh Gott. Egal. Aber sonst, ich finde auch diesen Leimrand total schön. Das steht dem Gym sehr gut. Und es ist wirklich jetzt einfach mal ja, eine Farbe, die eher männlich ist für den Gym. Nicht so immer so Knietfarben oder Naturtöne, sondern einfach mal so ein bisschen ja, markanter. Dann geht es weiter mit einem, Entschuldigung, Schätzchen. Und zwar mit dieser hier. Oh, die hat schon Dreckflecken, die könnte ich mal waschen.
Entschuldigung. Und zwar ist das das UK-Pad aus der Next Gen Frühjahr Sommer 2015, also auch wie die. Nee, Frühjahr Sommer 2016. So sind wir sind schon ein weiter. Also sozusagen aus der aktuellen. Das ist meine allererste Schabracke, die wirklich pink dran hat. Ich habe ja die Peach noch von Klavunde, was ja eher so ein bisschen tomatenmäßig pink-rosa wird. Das ist jetzt wirklich das erste mit richtig pink. Also die Farbe heißt jetzt Antra White Pink. Oder Antra Pink White? Nee, Antra White Pink. Ich finde die total cool. Sie rutscht ein bisschen unterm Sattel, weil sie hat irgendwie so, ich weiß nicht, was für ein Stoff, wie so halt diese Polo-Pads. Sie rutscht immer so ein bisschen nach hinten, aber sonst finde ich sie echt total schick und ich hätte ganz gerne noch das Häubchen in diesem Antra-Ton. Also sonst ist es wirklich eine, die knallt auch richtig und es ist mal was anderes. Habe ich zum Glück noch bei Löster ergattert und bin ich auch echt froh drüber, weil die ist ja mittlerweile auch schon überall ausverkauft. Und ja, steht dem Gym auch echt gut und es ist mein erstes UK-Pad. Also am Anfang habe ich sie gesehen und dachte so, gefällt dir das? Und dann habe ich sie live gesehen und dann war es um mich geschehen, da musste ich sie unbedingt haben. Dementsprechend durfte sie dann einziehen. So, dann haben wir wieder so eine schöne Knallfarbe. Meine allererste Niki-Kollektion. Und zwar ist das die Green Brownie aus der Niki-Kollektion von 2015. 15? Oh Gott, ich kann mir die Daten alle nicht merken. Ich finde, also ich habe echt lange mit mir gerungen, weil ich diesen Grünton total geil finde. Allerdings hat mich immer gestört, dieses Niki-Pferdchen hier. Das, wenn man das jetzt sieht. Weil ich mir immer gedacht habe, ich bin halt keine 13 mehr und so ein kleines Niki-Pferd. Ich habe das Herz auch, also das ist bei den Schabracken dann immer mit dabei. Das ist innen drinnen dann braun, ist allerdings leider nicht so ja, stoffmäßig, sondern so ein bisschen plastikmäßig. Das sieht dann nicht mehr so schön aus. Deswegen habe ich das Niki dran gelassen. Mittlerweile gefällt es mir auch echt gut. Man kann, also ich habe die Bandagen dazu auch, da ist auch ein Niki-Herzchen dran mit Pferd. Ich dachte erst, das schneide ich raus und dann mache ich jedes braune Herz dran ohne Niki-Pferd. Bei den Bandagen ist es ein bisschen blöd, weil das halt komplett durchgestickt ist. Also das Herz ist dran gestickt und wenn ich das abmachen würde, hätte ich halt überall Löcher auf den Bandagen. Deswegen habe ich es dran gelassen und dann habe ich halt gedacht, gut, wenn ich es dann schon auf den Bandagen habe, kann ich es auch an der Schabracke dran lassen. Ja, und jetzt kommt meine neueste. Die ist auch noch komplett unbenutzt, weil ich habe mir die gekauft nach unserem Unfall und der Jim konnte ja eine Zeit lang nicht wirklich geritten werden. Wir können ja jetzt erst seit ein paar Tagen wieder galoppieren. Die musste ich mir aber doch im Sale kaufen beim Reitsportsteifer bei uns um die Ecke. Ich wollte sie eigentlich damals haben, wo ich mir dann doch die UK-Style gekauft habe. Und dann habe ich sie jetzt dann doch nochmal da gesehen im Sale und dachte dann so, okay, die musst du jetzt doch haben. Ist sozusagen dann unsere dritte Schabracke mit Mädchenfarbe. Ich finde, das ist auch total schön gemacht, weil das sieht so ein bisschen Kroko-mäßig aus, oder? Ja, Kroko, Schlange, irgendwie sowas. Ich kenne mich damit nicht aus, weil ich sowas eigentlich nicht trage. Und hat halt auch so ein paar schöne Glitzersteinchen dran. Ist halt leider noch komplett unbenutzt. Hat auch diesen Druck, also das Pink ist auf der anderen Seite drauf, aber der Druck fehlt. Ist aber so. Ja, da bin ich mal gespannt, wie die beim Gym aussieht, weil die hatten wir halt echt noch nicht drauf. Ich würde sie super gerne mal probieren. Ist allerdings auch wie die Niki, das muss halt wirken mit den Bandagen und wir dürfen ja momentan leider nicht bandagieren. Muss ich also noch ein bisschen warten, bis die Beule so weit weg ist, dass wir wieder bandagieren dürfen und Gamaschen drauf machen können. Ja, das ist dann sozusagen mein neuestes Objekt der Begierde. Das war es dann auch schon, war ein bisschen kürzer als letztes Mal. Wie gesagt, es waren ja nur kurze 6 neue Schabracken, die ich jetzt für euch filmen konnte. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ja, und dann bedanke ich mich schon mal und sage bis zum nächsten Video.